Nach einer knackigen Pause von gut 1,5 Jahren melde ich mich also mit einem neuen Video zurück. Es war im letzten Jahr so einiges Sehenswertes in den Kinos zu sehen, das ich gerne nicht unbesprochen lassen würde. Entgegen eines gewöhnlichen Jahresrückblicks möchte ich hier den Blick aber ausschließlich auf österreichische Filme sowie österreichische Koproduktionen richten. Fangen wir an. Der erste Film, über den ich gerne sprechen würde, ist The Trouble with Being Born. Ich bin ja immer ein Fan von Filmen, die ein reduziertes Sci-Fi-Setting haben und denen es gelingt, mit wirklich geringen Mitteln eine größtmögliche Glaubwürdigkeit zu erzeugen. Und das ist gerade für einen Debütfilm für meinen Geschmack bei The Trouble with Being Born der Fall. Es geht darin um einen Androiden in der Gestalt eines jungen Mädchens, das zusammen mit ihrem Vater bzw. ihres vermeintlichen Vaters lebt. Das Ganze ist sehr ruhig, sehr unaufgeregt, sehr zurückhaltend erzählt, aber auf der anderen Seite auch sperrig und verwirrend. Es wird sehr viel angedeutet, sehr viel unbeantwortet oder vage gehalten, sowohl was die Geschichte angeht, als auch was die Gegebenheiten der Welt angeht. Das mag auf den ersten Blick frustrierend sein, entgegen vieler anderer Filme, wo es ja oftmals so ist, dass im Laufe der Geschichte Androiden ein Bewusstsein oder sowas wie Gefühle entwickeln. Da ist das hier vielleicht schlicht einfach nicht das Thema. Denn es geht hier aus meiner Sicht eher um solche Fragen wie, was macht es mit uns, wenn wir über solche lebensechten Roboter, über Androiden eben verfügen, über sie bestimmen können? Was macht das mit uns als Gesellschaft? Darüber hinaus schafft es der Film in manchen Szenen wirklich die Intensität eines Horrorfilms zu erzeugen und läuft dann auf ein erschreckendes und finsteres Ende hin. Der tolle Soundtrack tut da nur sein Übriges, um diese starke Atmosphäre zu unterstreichen. Einer meiner Lieblingsfilme im letzten Jahr war definitiv Jetzt oder Morgen. Es ist eine Dokumentation bzw. ein Film, in dem nicht viel passiert, beziehungsweise man könnte auch sagen, der Film macht dieses Nichts-Passieren zu seinem Thema. Es geht darin um eine Wiener Familie, die über 3 Jahre lang begleitet wird. Da ist mal Claudia, die mit 19 Jahren ihren Sohn alleine großzieht und die lebt gemeinsam mit ihrem Bruder und ihrer Mutter in einer Wohnung und sie alle sind arbeitslos. Toll fand ich hierbei die einfühlsame Art, die Geschehnisse im Leben der ProtagonistInnen einzufangen. Das zeigt sich zum Beispiel dadurch, wie die Regisseurin Lisa Weber immer wieder selbst in die Geschehnisse eingreift. Wir hören, wie sie auf die AkteurInnen eingeht, wie sie Rücksicht in den einzelnen Situationen nimmt, wie sie nachfragt, wie sie tröstet. Andererseits ist aber auch entscheidend, was uns Lisa Weber zeigt. So werden uns stets menschliche, gefühlvolle Momente zwischen Claudia und ihrer Familie gezeigt und auch solche, die uns die Umstände näher bringen, die Perspektivlosigkeit, die überhaupt erst eine solche Situation mitbedingen. Interessant ist, dass der Film von Ulrich Seidel koproduziert wurde und für mich fällt gerade im Vergleich zu Seidels Filmen hier auf, dass die AkteurInnen nicht zur Freakshow verkommen, dass der Blick niemals zynisch ist, sondern dass man stets den AkteurInnen auf Augenhöhe begegnet. Quo Vadis Aida war ja schon im letzten Jahr für den Auslands-Oscar nominiert und auch mich hat der Film beeindruckt. Es geht darin um den Völkermord von Srebrenica, der im Zuge des Bosnienkriegs begangen wurde. Aida arbeitet als Übersetzerin für die UN-Friedenstruppen. Bei den politischen Verhandlungen übersetzt sie Informationen, die ungeahnte und grausame Folgen nach sich ziehen werden. Der Blick wird dabei nicht so sehr auf die großen politischen Zusammenhänge oder Konflikte oder Missstände des Krieges gelegt, die erst zu so einer Situation führen, sondern es geht vielmehr um die individuellen Tragödien, um die Schicksale. Es geht darum, was für Ängste hervorgerufen werden, wenn Menschen in einem Lager zusammengepfercht leben müssen und das unter katastrophalen hygienischen Zuständen, wenn Familien voneinander getrennt werden und in einen Bus einsteigen müssen, ohne zu wissen, wo der hinführt. Dabei schafft es der Film wirklich, das Grauen und den Horror und die Tragik zu vermitteln, meist aber ohne dabei wirklich explizit Gewalt zu zeigen. Und auch bei diesem Film ist die Sensibilisierung für mich ein entscheidendes Thema, die es schafft, der Film für ein Ereignis zu erzeugen, das man vielleicht vorher nicht so am Schirm hatte. Rain Outside a Window ist ein Kurzfilm, der ursprünglich als Crowdfunding-Projekt an den Start gegangen ist. Und ich kann mich noch gut erinnern, als damals Geld für den Film gesammelt wurde und ich schon da diesen interdisziplinären Prozess spannend fand, eben aus Malerei und Musik und Film ein Gesamtbild
zu erzeugen. Und dieses Experiment ist für meinen Geschmack total aufgegangen. Es geht darin um zwei Mitzwanziger, Nora und Paul, die im Begriff sind, sich voneinander zu trennen. Sie verschlingen sich ja ineinander, sie stoßen sich wieder voneinander weg, sie schreien sich an, sie weinen, sie brechen in Wut aus, sie zeigen jede erdenkliche Emotion. Und für mich hat sich hier ein schönes Sinnbild ergeben für die Höhe, aber auch Tiefpunkte, die man im Laufe einer Beziehung durchlebt und die sich dann im Moment der Trennung schließlich entladen und nochmal hochkommen. Große Freiheit hat mich im letzten Jahr mehr emotional mitgenommen, als ich es für möglich gehalten hätte. Die Geschichte trägt sich im Nachkriegsdeutschland zu, einer Zeit, in der gleichgeschlechtliche Handlungen noch verboten sind. Und genau aus diesem Grund kommt ein Mann namens Hans vom Konzentrationslager direkt ins Gefängnis. Dort entwickelt er zu einem verurteilten Mörder namens Viktor über die Jahre so etwas wie eine Freundschaft oder vielleicht sogar noch mehr als das. Der Film lebt von den Darstellerleistungen. Allen voran Franz Rogowski und Georg Friedrich, den man ja schon in Ulrich Seidel-Filmen und in Michael-Haneke-Filmen gesehen hat. Daneben ist natürlich die politische Relevanz von dem Film nicht zu vernachlässigen. In Österreich wurde das Totalverbot von gleichgeschlechtlichen Handlungen erst im Jahr 1971 aufgehoben. Der Paragraph mit dem Wortlaut gleichgeschlechtliche Unzucht mit Jugendlichen wurde sogar erst 2002 abgeschafft. Nach wie vor gibt es Diskriminierung, auch im österreichischen Recht verankert. Das Gleichbehandlungsgesetz bietet zum Beispiel nach wie vor keinen Schutz beim Zugang zu Gütern und Dienstleistungen für Menschen, die aufgrund ihrer sexuellen Orientierung diskriminiert werden. In Space Dogs wird uns das alltägliche Leben von Straßenhunden in Moskau gezeigt. Sie sind die Nachfahren von einer Streunerin namens Laika. Sie war das erste Lebewesen, das ins All geschickt wurde, jedoch nicht lebendig zurückkehrte. Seitdem, so besagt es eine Legende, streift ihr Geist durch die Straßen von Moskau. Das Ganze kann man sich hierbei nicht wie eine klassische Dokumentation vorstellen, die informiert, die uns über dieses Ereignis bildet, sondern ist vielmehr philosophisch und nachdenklich, zeigt uns teilweise verstörende, brutale Bilder und ist mit einem sphärischen Soundtrack unterlegt. Man kann den Film auch auf einer gesellschaftlichen Ebene betrachten, wenn man sich etwa die Situation mit Straßenhunden in Moskau und den Umgang mit der Gesellschaft damit ansieht. Ich mochte beim Sargnagel-Film eigentlich diese kreative, diese originelle Art, die Arbeit von Sargnagel zu verfilmen, dieser Mockumentary-Stil, in dem das alles gehalten ist. Es geht hierbei um das Buch Fitness von Stefanie Sargnagel. Dieses soll verfilmt werden. Hierfür stellt man die Bedingung, dass Sargnagel sich selber spielen soll. Und im Folgenden wird der österreichische Kulturbetrieb auseinandergenommen und sehr satirisch beäugt. Es kommt dabei zu vielen kreativen Spielereien. Ich erinnere mich hierbei an eine Szene, die stark dem Ibiza-Video gleicht. Alle, die den Film gesehen haben, wissen, wovon ich spreche. Darüber hinaus gibt es aber auch viele ernste Anteile, die wahrscheinlich auch die Wirklichkeit aufgreifen. Es geht hierbei um Selbstzweifel, es geht um Anfeindungen im Internet, es geht um den Umgang von Medien. Diese Teile fand ich persönlich spannend. Daneben aber diese sehr absurden, sehr satirisch überhöhten Anteile, die vor allem den Filmdreh betreffen. All das habe ich eher als übertrieben albern, als störend empfunden und ließ sich für meinen Geschmack auch nicht so gut mit den bereits genannten ernsten, an der Realität sich orientierenden Tönen vereinbaren. Man sollte auf jeden Fall Fan von Sargnagel sein, um was mit dem Humor anfangen zu können. Mir ist das Ganze teilweise zu brachial, zu provozierend um der reinen Provokation willen. Und insgesamt hätte ich persönlich wahrscheinlich lieber eine klassische Dokumentation gesehen über die Person Sargnagel, über ihre Arbeit und all die bereits genannten Themen drumherum. Danke, dass ihr eingeschaltet und euch das Video bis zum Ende angesehen habt. Ich habe mir tatsächlich vorgenommen, für die nächste Zeit jeden Monat ein neues Video auf diesem Kanal hochzuladen. Mal sehen, ob ich diesem Anspruch tatsächlich gerecht werden kann, aber bis dahin würde ich mich freuen, wenn ihr weiterhin verfolgt, was so auf diesem Kanal passiert. Und passt auf euch auf und wir sehen uns hoffentlich beim nächsten Mal.